Guten Abend, liebe Teilnehmer am Workshop. Ich begrüße Sie recht herzlich, freue mich, dass Sie da sind, dass Sie hier an unserem Workshop heute Abend am Montagabend teilnehmen. Es geht wie immer um Agile Care. Ich begrüße Sie recht herzlich und natürlich begrüße ich auch Sie, wenn Sie sich die Aufzeichnung anschauen. Also dann im Nachhinein können Sie ja auch die Aufzeichnung sich anschauen und auch dort den Chat nutzen, uns Fragen stellen. Aber auch natürlich die Dokumente, die ich Ihnen zur Verfügung stelle, dann herunterladen. Vielen Dank. Und jetzt will ich auch gleich beginnen. Heute am 19. Februar. Und Sie sehen hier, 19. Februar 2024 ist ein Montag. Und deswegen finden wir uns hier im Agile Care Workshop wieder. Und ich hatte gerade von Downloads gesprochen und deswegen gebe ich Ihnen auch jetzt hiermit die Folien zur Verfügung, dass Sie sie sich downloaden können, dass Sie sie herunterladen können, um dann eventuell später auch nochmal da auf diese Inhalte zurückzugreifen. Ja, 19. Februar, haben wir schon gesagt. Und hier folgt noch der nächste wichtige Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für interessiert und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose- oder Therapieanweisung zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entsteht. Bei Verdacht auf Erkrankung konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Und oft werden wir von neuen Agile Care-Anwendern gefragt, wie sie am besten mit Agile Care starten zur Verbesserung ihrer Lebensqualität. Und meist sind unsere Antworten konkret, da auch die Anwender eine konkrete Fragestellung haben, wie zum Beispiel, trockene oder entzündete Schleimhäute. Mit diesen Fragestellungen lauten unsere Empfehlungen mit Agile Care zur Eliminierung der betreffenden Erreger, die A288. Die Anwendung heißt Schleimhautentzündung oder A224 Nasenschleimhautentzündung. Sie sehen, da ist nochmal eine Spezifizierung im Namen enthalten. In beiden findet sich zum Beispiel der Wortstamm Schleimhaut. Das heißt also, wenn Sie im Agile Care Programm oben ins Suchfeld Schleimhaut eingeben, dann werden Ihnen auch unter anderem diese beiden Anwendungen gezeigt, die wir bei den entsprechenden Fragestellungen empfehlen. Wenn wir über entzündete Schleimhäute sprechen, müssen wir auch über das Sjögren-Syndrom sprechen. Das ist eine Erkrankung des rheumatischen Formenkreises, eine chronische Erkrankung, chronische Entzündung. Und da findet sich auch bei uns ein Programm, wo es eben gegen die hier betreffenden Erreger geht, und zwar SYL25, also SYL25 und hier die Anwendung Sjögren-Syndrom. Andere konkrete Fragestellungen lauten zum Beispiel Allergien, also jemand, der von Allergien geplagt ist. Hier ist unsere allererste Anwendung und die wissen wir natürlich einmal aus ganz groß aus Ihren Rückmeldungen an uns, nämlich wenn Sie uns rückmelden, Sie sind hier sehr erfolgreich oder erfolgreich gewesen gegen die betreffenden Erreger mit der Anwendung, und zwar A12 Allergie, aber auch A261, die Anwendung Polynosis, und da steht in Klammern Heuschnupfen, ist sehr zu empfehlen, gerade jetzt, wenn es wieder daran geht, dass die Pollen fliegen eventuell und der Frühling ist ja nicht für alle immer mit positiven Gefühlen behaftet, also hier kann man auch mit Agile Care dann gegen die betreffenden Erreger vorgehen. Wenn wir über Allergien sprechen, müssen wir auch über die Entgiftung sprechen, Entgiftungsleistung, die der Körper vollbringen kann. Und da gibt es in den meisten Fällen Voraussetzung, vielleicht das falsche Wort, aber den Umstand, dass hier zu wenig und zu ungenügend entgiftet wird vom Körper. Und hier können wir auch mit Agile Care entsprechend die betreffenden Erreger eliminieren
und allen voran dort die Anwendung C933 Leberunterstützung, die wir hier empfehlen. Also das alles zu dem, zum Beispiel zu der konkreten Fragestellung Allergie. Eine weitere konkrete Fragestellung lautet Rückenschmerzen, also eine Fragestellung des Stütz- und Bewegungsapparates. Und hier wissen Sie, wir empfehlen in den meisten Fällen wegen der vielen, vielen positiven Rückmeldungen an uns die Anwendung C938 Lumbago in Klammern Hexenschuss. Sie wissen, es geht uns nicht um den Namen bzw. die Diagnose, die hinter diesem Namen steht, sondern darum, die betreffenden Erreger, die hier dabei sind, die zu eliminieren und durch die Eliminierung eben die Möglichkeit, dem Körper die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu heilen. Also C938 Lumbago, aber auch, Sie sehen, U43 Rückenschmerzen. Das ist ja auch die konkrete Fragestellung, die wir uns hier herausgesucht haben. Rückenschmerzen, also auch sehr zu empfehlen. Und Sie brauchen da keine Angst zu haben. Sie können das direkt eingeben oben im Suchfeld im Programm AgilCare. Geben Sie Rückenschmerzen ein und landen bei diesem Programm. Und es werden immer die betreffenden Erreger eliminiert, wenn sie vorhanden sind. Auch wenn wir über Schmerzen sprechen, gibt es natürlich auch Muskelschmerzen. Die können natürlich auch die Muskeln im Rücken betreffen. Und da ist eine sehr bewährte Anwendung A217 Muskelkrämpfe. Aber in vielen Fällen fällt es oft schwer, eine Richtung festzulegen, weil das Setzen von Prioritäten schwerfällt, weil auch viele Symptome gleichzeitig auftreten. Und die Anwender halten uns dann von uns die Hinweise der Basisanwendungen, die sie auch auf unserer Seite ulrich-mtc.de/download wiederfinden. Also den Link habe ich Ihnen hier eingetragen. Ist ein bisschen komisch abgehackt. Also der gesamte Link zu unserer Seite ulrich-mtc.de/download. Dort finden Sie ganz viele Punkte und viele Dokumente und Hinweise von uns für Sie und unter anderem auch hier unsere Empfehlung zur Basisanwendung. Und ich habe es Ihnen aber auch hier noch, wenn Sie möchten, können Sie es auch hier das Dokument hier downloaden, um das bereits schon abzuspeichern. Wie gesagt, es ist auch möglich, es von dieser Seite zu bekommen, wo ich Ihnen den Link hier notiert habe. Und darüber hinaus ist es uns doch auch wichtig, Grundlagen zu vermitteln. Wie funktioniert die Methode AgilCare? Warum sind wir und viele andere erfolgreiche Anwender von der Methode AgilCare so dermaßen überzeugt? Und aus diesem Grund hat mein Vater, Dr. Werner Ulrich, ein Buch geschrieben und veröffentlicht. Sie finden es in unserem Shop als E-Book. Also in unserem Shop die Adresse shop.ulrich-mtc.de oder shop.schmerzen-wastun.de. Das ist das in dem Fall derselbe Shop. Dort können Sie da das E-Book erhalten, aber Sie können es aber auch als Paperback bei Amazon erhalten. Manche haben ja lieber ein Buch mit Seiten in der Hand. Und wenn Sie sich das Dokument mit den Folien heruntergeladen haben bei sich, finden Sie dort auch den Link dann zum Buch. Das sollte eigentlich dargestellt sein. Wenn das nicht geklappt hat, dann haben Sie hier auch auf der rechten Seite den Umschlag des Buches. Das Buch heißt »Erobere dein Leben zurück, Borrelien und Co. selbstständig meistern«. Also wenn Sie auch diesen Titel dann bei Amazon eintragen, erhalten Sie auch dort dann das Buch angezeigt und können es, wie gesagt, da als Paperback erhalten. In dem Buch erklären wir die Methode AgilCare als Körperpflege, als Methode, störende Mikroorganismen zu eliminieren, als Unterstützung zu allen notwendigen ärztlichen Maßnahmen, zu denen Sie Vertrauen haben. Es ist also genauso gemeint, nämlich als Unterstützung für Sie zum Erlangen verbesserter Lebensqualität. Wissenschaftliche Beweise sind uns hierbei nicht wichtig und das mag vielleicht etwas arrogant klingen, aber
Wir arbeiten seit 38 Jahren mit elektromagnetischen Frequenzen und ich selbst seit über 8 Jahren und verstehen die Hintergründe und befassen uns mit dem Problem bzw. Fragestellung, die Beeinträchtigung, die Lebensqualität betreffend, intensiv und lösungsorientiert, sodass wir in der Lage sind, Sie hierbei bestmöglich zu unterstützen bei Ihren eigenen Fragen. Und wenn wir über klinische, wissenschaftliche Nachweise sprechen, dann müssen wir auch darüber sprechen, wie diese erlangt werden, nämlich hauptsächlich durch langwierige Studien. Und während dieser Studien werden sogenannte Doppelblindstudien durchgeführt. Also jemand erhält die richtige Methode und jemand eine Placebo-Methode. Und das finden wir in Bezug auf Agilcare, ja, ich möchte sagen, unethisch. Und abgesehen davon, dass diese Studien unheimlich teuer sind und somit auch der Preis des Produktes unermesslich hoch sein würde, würden wir eben klinische, wissenschaftliche Studien durchführen, um den Nachweis zu erbringen und auch das zum Beispiel das Produkt als Medizinprodukt anmelden zu wollen. Das ist also auch der Grund, weswegen wir Agilcare nicht als Medizinprodukt registriert haben, sondern es ist ein Gerät, eine Methode zur Körperpflege. Körperpflege in dem Sinne, dass hier störende Mikroorganismen ganz spezifisch eliminiert werden. Das ist auch der Grund, weswegen wir im Zusammenhang mit Agilcare nicht von Therapie oder Behandlung sprechen, sondern von Anwendungen. Also Anwendung gegen die störenden Mikroorganismen zu deren Eliminierung. Und wenn wir von Eliminierung von Mikroorganismen sprechen, dann müssen wir auch über Nebenwirkungen und Entgiftung sprechen. Oder etwa nicht. Also das Schöne an Agilcare ist, dass das Verfahren, also die Methode, frei von Nebenwirkungen ist, wenn man sich an die Gebrauchsanweisung hält. Vor 2 Wochen habe ich im Workshop hier schon mal einige Punkte aus der Gebrauchsanweisung Ihnen vorgestellt. Und bei Agilcare finden Sie eben hier die Hinweise und den Hinweis, dass eben dieses Verfahren, wenn man diese Gebrauchsanweisung beachtet, eben keine Nebenwirkungen zu befürchten hat. Sie können also risikofrei probieren und testen und Agilcare für sich nutzen für die Verbesserung Ihrer Lebensqualität. Ich habe hier nochmal ein Beispiel mitgebracht, wie die Herangehensweise Agilcare, wie wir an die Lösung von Fragestellungen herangehen. Und zwar, die Fragestellung ist Schnappfinger. Ich habe sie aufgeschrieben. Und wenn Sie diesen Begriff eintragen ins Agilcare, werden Sie erstmal keine Eintragung finden, also keine Frequenzmuster, die diesen Wortstamm mit sich bringen. Und daher schauen wir als nächstes mal im Internet, was sich dort für Hinweise finden. Ich habe selbst jetzt Google genutzt und Sie können aber auch da jeden anderen Suchdienst nutzen, der Ihnen lieb ist. Und Suche nach Schnappfinger. Sie sehen das eventuell hier auf der Folie. Schnappfinger. Und der Eintrag dort unten, der zu finden ist, ist: Zu einem Schnappfinger kommt es, wenn die Sehne des Fingers nicht mehr problemlos durch die Sehnscheide gleiten kann. Durch verschiedene Erkrankungen und Reizungen kann die Beugesehne entzündlich anschwellen oder sich knötchenartig verdicken. Oft bleibt die Ursache unbekannt. So viel erstmal der Eintrag, der dort zunächst zu finden ist. Hier sind auch daneben auf der rechten Seite ein paar Bilder, die eben das darstellen, wie die Problematik dann im Körper aussieht. Und hier, ich gehe nochmal kurz zurück, hier steht ja auch, oft bleibt die Ursache unbekannt. Nichtsdestotrotz, wenn man dann bei Google schaut, dann findet man doch in der Liste der Auswahlmöglichkeiten auch das Suchwort Schnappfinger Ursache. Und dem bin ich mal nachgegangen und da findet sich dann der unten genannte, der aufgeschriebene Eintrag. Ursachen und Symptome, Überlastung und einseitige Bewegungsabläufe, Fehlhaltungen, rheumatoide Arthritis, Stoffwechselstörungen wie Diabetes mellitus oder Pünktchen. Und dann bin ich hellhörig geworden und habe gedacht, rheumatoide Arthritis, das ist doch was, was ich kenne. Also das habe ich mir gemerkt
Und ich habe auch, das finden wir hier auf dem Bild, einmal eine Bildsuche durchgeführt. Und mit der Bildsuche finden wir da den Eintrag Morbus Dupuytren ist eine weit verbreitete gutartige Fibromatose, die zu Veränderungen an der Handinnenfläche führt und Beugekontrakturen der Finger hervorrufen kann. Eine Therapiebedürftigkeit ergibt sich aus dem subjektiven Beeinträchtigungsgefühl des Patienten. Also hier dieser Eintrag. Und was finde ich im Eintrag? Finde ich den Hinweis Morbus Dupuytren und Beugekontrakturen. Und jetzt gehe ich auf die Suche ins Agile Care und finde nach den Worten, die ich mir notiert habe, nämlich rheumatoide Arthritis oder auch rheumatische Arthritis, finde ich Anwendungen. Und eventuell sind Ihnen hier auch schon mal welche im Workshop, dann kommen sie Ihnen bekannt vor, nämlich die A272 rheumatische Arthritis oder U33 Arthritis rheumatoid in Klammern Muskeln und Sehnen. Sie sehen hier den Hinweis auf die Sehne, das haben wir ja vorher gelesen, dass es hier um eine Entzündung im Sehnenbereich geht. Und bei Morbus Dupuytren oder Beugekontraktur finden sich auch Einträge A31 Beugekontraktur der Finger in Klammern Dupuytrenskontraktur oder auch C495 Dupuytrenskontraktur. Und hier vierter und fünfter Finger rollen sich in der Hand und können sich nicht strecken. Also ich gehe mal kurz zurück. Hier sehen Sie ja das Bild, wie sich das darstellt. Also diese Anwendung finden Sie, finde ich, finden wir alle in unserem Agile Care und können dann sicher sein, dass wir immer gegen die betreffenden störenden Mikroorganismen vorgehen und wenn sie vorhanden sind, werden sie eliminiert mit den entsprechenden Frequenzmustern. Und das ist der Weg, wie wir, wie aber auch Sie selbst zur Lösung Ihrer Fragestellung kommen können. Also haben Sie keine Angst, es geht immer gegen die betreffenden vorhandenen Mikroorganismen. Wenn die vermuteten Mikroorganismen nämlich nicht vorhanden sind, so werden die Frequenzen schadlos durch Ihren Körper geleitet. Das meinen wir mit der Angabe, dass Sie hier probieren können, testen können, um eben für sich die beste Anwendung herauszufinden. Entgiftung hatten wir noch gesagt, oder hatte ich gesagt vielmehr. Und über Entgiftung müssen wir noch sprechen. Also wenn Mikroorganismen getroffen werden und sie zerstört werden, ist das nächste Interesse, die frei gewordenen Giftstoffe, also die Toxine und Bestandteile der Mikroorganismen zu eliminieren, aus dem Körper herauszubringen. Und da eignet sich aus... Ach, ich habe noch was vergessen, sehen Sie. Das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, jetzt war ich schon gerade im halben Absatz weiter, aber... hier noch zusätzlich zu den Anwendungen, die ich Ihnen vorhin genannt habe. Ich hoffe, ich bringe sie nicht zu sehr durcheinander jetzt. Also es geht hier immer noch um die Fragestellung Schnappfinger. Und zusätzlich zu den genannten empfehlen wir, und das wissen Sie eventuell als erfahrene Anwender, als aufmerksame Zuhörer hier im Workshop, empfehlen wir immer noch zusätzlich die Anwendung A371 Chlamydia Pneumoniae. Also A371 Chlamydia Pneumoniae. So, jetzt aber zum neuen Thema. Wie gesagt, Entgiftung. Und hier ist es unser Anliegen, die Giftstoffe und die Toxine und auch die Bestandteile, die Zellbestandteile der Mikroorganismen so schnell wie möglich aus dem Körper herauszubringen. Und hier eignet sich aus unserer Sicht am besten Natur-Silizin-Mikrometer. Also eignet sich am besten aus den Gründen, die hier aufgeschrieben sind, nämlich es ist ein reines, hochwertiges Naturprodukt, was frei von Zusätzen ist und auch da ist auch nichts weggenommen worden. Das ist ja ein Zeichen des Naturproduktes, dass es genauso geblieben ist, wie die Natur es erstellt hat. Besteht hauptsächlich aus Clinoptilolit und wird in einem weltweit patentierten Vermahlungsverfahren auf garantierte 10 Mikrometer genau Korngröße gemahlen. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Also hier die
So Vorteile. Ein weiterer Vorteil, den ich auch sehr wichtig finde, ich selbst persönlich, und deswegen habe ich es hier aufgeschrieben, es ist ein Qualitätsprodukt mit dem Aufdruck Made in Germany. Und ich denke, das wird immer wichtiger für uns, dass wir eben hier in der Lage sind, unsere Qualitätsprodukte hier selbst herzustellen und auch hier im Land zu bekommen. Also für mich und ich hoffe vielleicht auch für Sie sehr wichtig, Qualitätsprodukt Made in Germany. Was sind die Vorteile von Natur-CDC-Mikrometer? Nämlich die Homogenität der Teilchengröße auf 10 Mikrometer genau. Und das klingt ein bisschen kleinteilig oder was? Also nein, es ist sehr wichtig für Sie zu wissen, dass eben die Teilchen was heißt weitestgehend, also zu 98% ist die Teilchengröße von allen Teilchen des vermahlenen Natur-Zeolith bei Natur-Zeolith 10 Mikrometer. Alle Teilchen sind gleich groß, nämlich 10 Mikrometer genau, was Ihnen garantiert, dass es hier keine Kleinststäube auftreten, die für Sie gesundheitsschädlich sein können. Also das ist für Sie auch wichtig zu wissen. Also es ist keine durchschnittliche Korngröße, wo wir dann eine Range haben von 1 Mikrometer bis keine Ahnung wie viel Mikrometer. Nein, sind homogen vermahlene Teilchen. Und die Körnchengröße 10 Mikrometer ist deswegen auch so optimal, weil sich dadurch eine sehr, sehr große Oberfläche entwickelt, entbietet für nämlich den selektiven Ionenaustausch, also die Adsorption von Schad- und Giftstoffen, aber auch für unseren Körper, sich mit kollidalem Siliziumdioxid zu versorgen. Immer in dem Fall, wenn er das benötigt, kann er sich da versorgen von unserer Zugabe von Natur-CDC-Mikrometer. Und es gibt natürlich noch weitere Entgiftungsmaßnahmen. Und hier habe ich sie Ihnen aufgeschrieben. Ich habe aufgeschrieben Sauna ganz oben, aber auch Sport. Hier geht es nicht um den Leistungssport. Es geht hier um den mäßigen Sport, um die Bewegung an sich. Wir haben hier vor, ich glaube, 2 Wochen war es, einen Beitrag veröffentlicht. Da geht es um die Bewegung, die Wichtigkeit der Bewegung, auch nur das kleinste Maß an Bewegung. Also wenn wir dann nur um Spaziergang sprechen und so weiter. Also die Bewegung an sich habe ich hier zusammengefasst unter Sport. Bürstenmassagen, aber auch Trinken sauberen Trinkwassers, ganz wichtig. Also wir zu Hause hier, wir trinken Umkehrosmose gefiltertes Wasser. Und das verstehe ich unter Trinken sauberen Trinkwassers, eben dass es entsprechend von Rückständen, von Schadstoffen gefiltert ist und eben ja sauber ist. Auch zusätzlich noch kann man die Entgiftungsleistungen, die Entgiftungsmaßnahmen ergänzen. Zusätzlich zu Natur-Zeolith nehme ich durch die Einnahme von Spirulina oder Chlorella-Algen. Also das es sollte auch noch erwähnt bleiben und werden. Und wenn wir darüber sprechen, Agilcare einzusetzen. Sie haben Ihre Fragen an uns. Wir unterstützen Sie dabei. Da kommt es uns natürlich auch sehr auf die Kommunikation an, wie wir uns mit Ihnen austauschen, der Austausch an sich. Und hier haben wir als nächstes das Symposium in Storkow am 9. März. Das ist ein Samstag. Dort haben wir das nächste Symposium geplant und beginnt um 9 Uhr, geht den ganzen Tag. Mit dem Thema elektromagnetische Energie und unser Leben. Und das ist das große Thema für diesen Tag. Und zu diesen Themen haben wir sehr versierte Vortragende eingeladen, die uns hier zu dieser Thematik ihre Gedanken, ihr Thema vorstellen und wir uns dann zusammen insgesamt austauschen können. Wenn Sie möchten, kommen Sie doch dazu. Wir haben noch Eintrittskarten zur Verfügung und Sie können hier auch dann in unserem Shop noch Tickets erwerben. Es wird ein sehr spannender Tag, es wird ein sehr schöner Tag und ich freue mich, wenn wir uns dort treffen und uns ja einmal gegenüberstehen, aber auch dann natürlich zum Thema elektromagnetische Energie in unser Leben, wenn wir uns da
zusammen austauschen. Und natürlich können wir uns auch auf anderem Wege austauschen. Da kennen Sie die meisten hier aufgeführten Wege, kennen Sie eventuell schon. Ich habe sie Ihnen als Folie mit hinzugefügt und mit dazugekommen sind weiter unten noch die Informationen zu unserem AGISMART-Infodienst, die Wissensbasis. Also wenn Sie da Interesse haben, können Sie auch hier drauf zurückgreifen, beziehungsweise natürlich auch uns ansprechen, wenn Sie dazu Fragen haben. Ja, natürlich nicht unerwähnt bleiben soll und darf dann unser Dankeschön für Ihr Engagement, wenn Sie AGCare jemand anderen empfohlen haben und dieser jemand es auch in unserem Shop gekauft hat. Deswegen haben wir die Shop-Adresse nochmal hier aufgeschrieben. Dann freuen wir uns natürlich sehr über Ihre Empfehlung und auch dann natürlich über den Kauf bei uns. Und deswegen gibt es eine Tipprovision. Und als Dankeschön für Ihr Engagement, für Ihre Empfehlung. Und deswegen habe ich hier einmal nochmal den Weg notiert, wie Sie da wie Sie selbst zu dieser Tipprovision kommen. Und vielen, vielen lieben Dank an diejenigen, die das bereits schon sehr gut genutzt haben. Und wir freuen uns über jede Empfehlung. Wir freuen uns natürlich über alle diejenigen, die zu uns kommen und dann AGILCare nutzen. Auch wenn eventuell das Gerät woanders gekauft worden ist, da freuen wir uns genauso darüber. Sprechen Sie uns ruhig an mit Ihren Fragen zum Einsatz von AGCare und wir beantworten sie Ihnen gerne. Und jetzt geht es auch um Ihre Fragen, die wir sehr, sehr gerne beantworten. Ich bedanke mich jetzt erstmal recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und bedanke mich auch bei meinen Eltern. Lieben Dank, dass ihr die Beantwortung der Fragen bereits schon vorbereitet habt und ich jetzt hier einfach dann loslegen kann zu deren Vorstellung und auch Beantwortung. Und